So, willkommen zurück bei Cookie Clicker. Ich glaube, das wird jetzt vorerst erstmal meine letzte Folge, weil so richtig flashen tut es mich im Augenblick nicht mehr, hier rumzuklicken oder zu warten, weil es ist. Also, wie gesagt, wenn das Update 2 Jahre eher gekommen wäre oder 1,5 Jahre, dann wäre es noch toll gewesen. Aber mittlerweile kennt man Cookie Clickers, Crusader of the Lost Idol oder was man sonst noch so alles für tolle Spiele spielen kann. Also, die sind irgendwie alle ein bisschen moderner und haben mehr Tiefgang, weil hier, ja, man klickt halt auf den Keks. Und bei den anderen Sachen, da hat man irgendwie immer noch, man kann Items sammeln oder irgendwie noch Gegenstände verbessern oder einzelne Sachen hochleveln und so. Aber von daher würde ich sagen, klicken wir mal noch auf den Keks, vielleicht kommt ja mal da was Besonderes. Yeah. So, bauen hier nochmal das Alchemie-Ding aus, was uns überhaupt nichts bringen wird. Dann gehe ich mal kurz hier auf Export Save. Und drücke hier, also nur sicherheitshalber, falls ich doch noch weiterspielen will. Hier, wir verlieren alle unseren Prozess, wir behalten unsere Achievements und wir gucken mal, was passiert. So, Ascent, so long cookies. So, wir haben. Oh, Challenge Mode. Applications. Klick hier to change. Wir können hier Challenge Modes auswählen. Okay, vielleicht gibt es ja doch noch ein paar Sachen. Dieser Run verhält sich. Okay. Also, wenn wir ohne. Also, genauso starten wollen wie immer vom Anfang an, können wir auch das hier auswählen. Oder wir nehmen halt das ganz normal. Aber wir nehmen lieber normal. Dann hätten wir wenigstens die paar Bonus, die wir hätten. Aber hier scheinen auch noch ein paar zu kommen. Also von daher, wer weiß, was es da noch so gibt. Vielleicht gibt es ja doch noch was. So, wir haben hier schon mal 3% mehr. Und was bringt der? Ja, okay, mit jedem Level kriegen wir einen so einen Chip. Ja. Aber wir können erstmal hier noch was machen. Was bewirkt das? Prestige Level also give. Okay. Ja, die können ja halt hier spendet werden, um Updates gekauft. Aber so richtig eine Verbesserung steht hier nicht, weil das Prestige Level gibt uns sowieso schon 1%. Aber wir drücken mal hier einmal rauf. Dann sind wir ein Chip los und haben noch zwei. Und haben eigentlich nichts dazu bekommen. Aber die Chips geben wohl gar nichts mehr. Früher gaben die ja auch immer so 2% oder irgendwas. So, was können wir denn hier Schönes alles kaufen? So. You now keep. Ah, man macht immer noch Kekse, wenn man offline ist. 5% auf der Cookies für eine Stunde. Und nach einer Stunde machen wir 0,5%. Okay, aber ich glaube, ja. Wartet mal kurz. Ja, Entschuldigung, der musste raus. Also, wir machen dann auf jeden Fall, wenn das Ding zu ist, weil normalerweise bei Clicker Heroes gibt es ja auch noch sowas, das dann weiterläuft, aber hier bei Cookie Clicker halt überhaupt nicht. Aber wenn wir das Ding skillen, kriegen wir weiterhin Kekse, wenn wir nicht spielen. Und da ich jetzt erst ehrlich gesagt keinen Bock mehr darauf habe zu spielen, werde ich das Ding skillen. Weil dann kriege ich auf jeden Fall, wenn ich dann in ein, zwei Tagen mal wieder reingucke, ein paar Cookies und kann dafür was kaufen. So, was haben wir hier sonst noch? Kostet erstmal 5 und Research geht 10-mal so schnell. Wir waren noch gar nicht an der Stelle, wo wir Research machen konnten. Von daher bringt uns das nichts. Ah, hier, da können wir irgendein Upgrade reinsetzen, was wir schon freigeschaltet haben. Was denn immer aktiv ist. Das ist auch sehr gut, weil da können wir dann irgendwie ein ganz teures, das teuerste, was wir eigentlich haben oder was uns jetzt richtig spät im Spiel kriegen würden, denn hier schon reinsetzen und das haben wir dann ab Level 1. Okay, hier können wir die Farbe unserer Milch ändern. Finde ich gut, würde ich irgendwann machen, aber im Augenblick bringt uns das vom Spielerischen überhaupt nichts. Aber das ist ein Update, was ich auf jeden Fall gebraucht hätte, weil hätte ich ja vorhin schon gesagt. Mich stört einfach diese Erdbeermilch, weil ich mag die nicht so.
Okay, die goldenen Cookies kommen 5% öfter. Das ist gut, kostet aber zurzeit zu viel. Ah ja, hier kann man ein Drachenei kaufen, wenn wir 1 Million Cookies gekriegt haben. Ich habe auch gehört, das Drachenei soll irgendwie auch noch so ein Drachen und dann kann man auch noch bestimmte Fähigkeiten machen und so. Das soll auch gar nicht mal so verkehrt sein. Okay, hier können wir denn die Events switchen. Also wenn wir jetzt hier, zurzeit hatten wir ja Valentinstag, da können wir dann auch Ostern oder Weihnachten und so. Das ist auch ganz praktisch, aber zu teuer für uns. Und hier haben wir Boxen mit Keksen. Da sind dann überall so Kekse drin, die uns permanent, oder nee, wenn wir die dann kaufen, also die müssen wir dann auch noch kaufen, die Kekse. Die geben uns dann alle so 1% oder 2% oder sowas dazu. Sind gar nicht mal so schlecht. Ja, aber das Einzige, was ich mir halt wirklich leisten kann, ist wirklich das hier. Und das kaufen wir auch gleich mal. Was gibt es hier als nächstes? Okay, das hält 2 Stunden länger. Also jetzt haben wir hier 1 Stunde, macht da 5%. Und hier würde es dann 2 Stunden reichen. Das wäre auch schon mal gut, wenn man auch mal so über Nacht oder länger weg ist. Und das erhöht die Kekse, die man da kriegt. Ja. Also man kriegt dann statt 5% 15%. Das ist gut. Die Frage ist auch, ob statt diese 0,5% dann auch 0, oder 1,5% dann sind. Ja, das wäre interessant herauszufinden. Können wir aber nicht machen, weil da fehlt uns noch was. So, können wir hier noch irgendwas reinsetzen? Wenn wir hier nochmal drauf drücken, geht dann auch ein Keksack? Nee. Also diese Heavenly Ships können wir wirklich nur hierfür reinsetzen. Und die nächsten sinnvollen Updates, also auf jeden Fall das Drachenei würde ich mir ja gerne holen. Für 9. Hier für 100 wäre richtig schick. Und das hier, also die beiden auf jeden Fall. Also sollten wir in der nächsten Runde 14 und 9, also 23 sollten wir auf jeden Fall dann haben. Weil sonst bringt das überhaupt nichts. Aber ich glaube, ich habe zwar meinen Spielstand gespeichert, aber ich glaube, mir bringt es mehr, wenn ich hier diese 5% für 1 Stunde kriege, wenn ich mal offline bin. Und danach auch nochmal was. Das sind selbst ein paar Stunden, die man weg ist. Bringt das ein bisschen was? Ja, Challenge Mode machen wir nicht. Also auf jeden Fall ein paar schöne Sachen. Kann man ja auch rauszoomen. Oh, da scheint noch jede Menge zu kommen. Vielleicht ist da auch noch was dabei. Ja, ich spiele es vielleicht doch noch weiter. Wir reinkarnieren erstmal. Ja, wir möchten wieder zurück in die Welt der Sterblichen. Und wir müssen erstmal wieder klicken. So. Und wir holen uns. Ah, okay. Wir haben noch kein Prestige. Also unsere 3%, die wir da verdient haben, die sind noch nicht aktiv. Okay, und wir haben ja erstmal jetzt noch 4 Erfolge, die uns natürlich auch schön was bringen beim Run, weil wir dann mehr Milch haben. Aber wir müssen auch erstmal noch das Ding hier freischalten. Dann kriegen wir 5% von unserem Prestige. Da gucken wir mal, wie viel. Aber wir haben jetzt 0,1, machen wir. Aber das Ding kaufen wir auch immer noch 0,1. Also das. Und Challenge Modus ist jetzt hier aktiv. Okay. Also das zeigt er dann wohl auch erst nach der ersten richtigen Ascension an. Hier ist so denn das nächste, was wir ankaufen können. Um dann diese 3% zu kriegen, lohnt sich, glaube ich, am Anfang erstmal noch nicht wirklich. Und jetzt müssen wir erstmal wieder die Blöden hier klicken. Da war ich ja eigentlich froh, dass ich raus war aus dem Bereich. So, holen wir uns erstmal das. Und starten hier mal wieder neu durch. Die Oma wäre am effektivsten. Dann holen wir uns die. Zweimal gleich. Und ein Cursor. Und noch eine Oma und einen Cursor. Wir müssen ja ein bisschen was machen, sonst bringt es nicht, weil 5% von 4, das ist echt nicht viel. Was da dann rauskommt am Ende des Tages. So, die Farm holen wir uns noch. Bababab. Eigentlich wollte ich jetzt was ganz anderes machen und nicht mehr Klickers spielen, aber. Durch diese tollen Dinge, die es da gab. Oder ist es vielleicht doch sinnvoller, den anderen Spielstand einfach laufen zu lassen?
Ich glaube, ich lade lieber erstmal den anderen Spiel schon, weil diese 3% und das bisschen, was ich da kriege, wenn ich offline bin, das bringt, glaube ich, nicht so viel. So, ich importiere hier mal. Ich hoffe, hier hat keiner von euch mitgeschrieben. So, genau, und lass mal lieber den hier weiterlaufen, weil hier tickt es da noch ordentlich runter. Und dann weiß ich ja jetzt, wie viel ich kriegen muss. Ich hatte jetzt 2 ausgegeben und gesagt, 23 brauche ich noch. Also insgesamt bei 25 können wir es senden. Und da haben wir dann den Drachen dabei. Auf jeden Fall ein paar mehr Level von diesem Prestige, dass es uns auch mehr Prozente bringt und auch ordentlich schneller geht. Und dann haben wir auch noch was anderes, dass es läuft, wenn wir offline sind. Dann lasse ich halt jetzt noch den Laptop aufgeklappt. Das übersteht ja auch mal ein paar Tage. So, eigentlich wäre das Ding hier gut zu kaufen. Aber wir können uns auch für 1 Million Dis holen. Oh, nö, lassen wir erstmal gemütlich hier laufen. Haben wir noch alles aktiv? Genau. So bleibt es jetzt erstmal. Und ich glaube, ihr seid nicht traurig, wenn ich jetzt zwischendurch mal hier mir die Oma hole und so. Ich melde mich auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich die Time Machine kaufe oder so, dann seid ihr auf jeden Fall wieder dabei. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.